10 Dinge über Viagra, die du auch als Heavy-User nicht alle kennen kannst. Punkt Nummer 1. Viagra kann die Haltbarkeit von Blumen verlängern. Die Blumenindustrie, die will genauso sein wie wir Männer oder umgekehrt groß und erfolgreich. Oh mein Gott. Süßer, farbenfroher Strauß zum Vorspiel macht Sinn, kann das Herz zum Schmelzen bringen. Und wenn die Blume aber geschnitten ist, dann steht die nicht mehr so gut. Sprich, die Haltbarkeit, mit der ist es dahin. Wenn die jetzt aber auch so ein Liter Wasser, ein Milligramm Sildenafil oder einen ähnlichen Wirkstoff aus dieser Wirkstoffgruppe gibst, dann halten die Blumen tatsächlich bis zu 2 Wochen. Problem ist, es ist unfassbar teuer. Deswegen lieber ein pflanzliches Generikum, sprich eine Plastikblume. Punkt Nummer 2. Man hat Viagra eigentlich gegen Brustschmerzen, also Angina pectoris, entwickelt. Was die dann aber am meisten gemerkt haben, die Patienten, war woanders dann eine Härte oder eine bessere Durchblutung. Und dementsprechend haben dann die Forscher der wohlbekannten Firma eben in die andere Richtung geforscht und das dann per Zufall, aber dann sehr konsequent, sehr, sehr erfolgreich. Punkt Nummer 3. Viagra kann deinen Jetlag heilen, wenn du ein Hamster bist. Aber nur, wenn du ein Hamster bist. Es kann deinen zirkadianen Rhythmus, also dein Tag-Nacht-Rhythmus, das ist gerade, wenn du Schichtarbeiterin bist, ganz, ganz wichtig, einpendeln. Wenn du kein Hamster bist, dann vergesst das gleich wieder. Punkt Nummer 4. Du kannst zur Rettung von bedrohten Tierarten beitragen. Wir Männer haben uns früher gerade so in der traditionellen chinesischen Medizin, aber auch hier im europäischen Raum und überall auf der Welt uns so ziemlich alles eingeschmissen, um hier irgendwie unseren Mann stehen zu können. Wir haben Robbenpenisse gegessen, Rentiergeweihe, Nashörner, Tigerhörner. Das ist schon ein bisschen eklig und wirklich gebracht hat es nicht. Und seit eben diese Medikamente auf dem Markt sind, geht die Sterberate und die Nachfrage nach den Organen dieser Tiere, die wirklich vom Aussterben eh schon bedroht sind, deutlich zurück. Machst du also was Gutes damit. Mehr als 80% des online gekauften Viagras sind Fälschungen. Mehr brauche ich eigentlich nicht dazu sagen, aber das weiß eigentlich jeder. Viagra steigert den Sexualtrieb nicht. Du brauchst ein sexuelles Stimulans. Also es muss irgendwie zu guten Vibes kommen. Du musst in der Stimmung dazu sein. Dementsprechend ist es einfach wichtig, dass man sich nicht nur diese Pille einschmeißt, weil wenn du keine Lust hast, dann riecht sich da auch nichts. Woran kann das liegen? Also lass mal vom Arzt als Mann zum Beispiel deinen Testosteronspiegel überprüfen, Nierenfunktion und so weiter. Blutdruck spielt da eine große Rolle, extremes Über- oder Untergewicht, also dann will der Lümmel einfach nicht so wirklich. Ja, Drogen, Alkohol, Rauchen ist jetzt auch nicht gerade gut für einen Tango horizontal. Was du sicher nicht wusstest, das CIA hat tatsächlich diese blauen Pillen eingesetzt als Waffe gegen die Taliban. Sie haben es jetzt aber nicht in die Drohnen oder in ihre Machine Guns gepackt, sondern sie haben natürlich dann die Stammesfürsten irgendwie bestechen müssen. Machst du es mit Geld? Ist ein bisschen gefährlich. Das ist ja der Feind. Machst du es mit Waffen? Noch gefährlicher. Nein, stärkst du ihre anderen Waffen oder sorgst dafür, dass die anders beschäftigt sind, weil die Stammesführer eben viele oder teilweise viele junge Frauen haben oder überhaupt viele Frauen haben, wo sie ihre Verpflichtungen haben und denen auch nachkommen müssen. Und dementsprechend hat die blaue Pille auch eben dazu beigetragen, die ein oder andere Stellung im Krieg oder woanders zu verschieben. Renault-Syndrom, das ist, wenn du ganz kalte Hände und ganz kalte Füße hast, du nicht wirklich weißt, wo es herkommt. Und bei Viagra ist es ja genauso. Die Extremitäten sind, wenn du es nicht nimmst, nicht so gut durchblutet. Das kann jetzt ein Medikament wie ein Beta-Blocker oder eben auch Stress oder was anderes sein. Aber wenn diese kleinen Gefäße hier in den Händen und in den Füßen und auch dazwischen in der Mitte besser durchblutet sind, durch Sildenafil, dann wird ein Schuh draus, beziehungsweise warme Hände, warme Füße, warmer Schoß. Natürlich kannst du Viagra nicht mit jedem x-beliebigen Medikament gleichzeitig einnehmen, aber das haben uns die Jahre gelehrt. Es sind die abartigsten Dinge dabei herausgekommen. Aber wenn eben die Gefäße zu weit gestellt werden, wenn der Schlauch zu weit ist, dann ist einfach schlecht und es ist lebensgefährlich. Die Lunge wird natürlich besser durchblutet. Dementsprechend wird es eben auch bei Frühchen sehr gerne eingesetzt. Auch die zeigen diese Nebenwirkungen. Das ist völlig normal. Aber die haben wenigstens ein bisschen Luft, Sauerstoff oder entsprechend mehr Sauerstoff in der Lunge. Das ist besser durchblutet. Und wenn dann mal der kleine Schnepper beim Frühchen hochsteht, dann ist das ja völlig okay.
Ja, man weiß ja noch nicht, was er damit machen soll und kann. Das fällt ihm dann noch früh genug ein. Ja, und dass die Fahrradfahrer sich so ziemlich alles einschmeißen, das ist ja eigentlich hinlänglich bekannt. Aber wenn du jetzt alt oder so radelst und hast eine Viagra natürlich unter ärztlicher Aufsicht genommen, dann ist nicht nur die Lunge besser durchblutet, weil dein Sexualtrieb kann schon arg gehemmt sein, weil der Sattel eben hier auf die Prostata drückt. Und das ist nicht immer nur schön. Aber wenn du dann energiegeladen immer noch oben ankommst und eh schon voll gedopt bist und dann unter ärztlicher Aufsicht und dann natürlich einvernehmlich deinem Sexualtrieb nachkommen möchtest, dann könnte eine runde Sache draus werden. Also 25 Jahre Viagra, Happy Birthday. Ich erinnere mich tatsächlich noch dran, als es erschien. Ich war tatsächlich noch auf der Schule, also dementsprechend oft verkauft, niemals benutzt. Lilo Wanders hat oft gesagt oder hat immer gesagt, öffnet die Herzen, Herz die Öffnung. Ich finde pharmazeutische Forschung und Entwicklung ziemlich cool. Aus dem Zufallsprodukt ist ein Blockbuster geworden, dadurch, dass eben eine geniale Erfindung durch Zufall mit dem Internet zeitgleich ungefähr auf den Markt kam und das ein großes, wirkliches Bedürfnis der Menschheit eben befriedigt bzw. ein großes Problem löst. Also bei Risiken und Nebenwirkungen frag deine Ärztin, deine Apothekerin, ansonsten auch gerne deinen Arzt oder Apotheker. Am anderen Ende war der Jan. Schenkt mir ein Abo. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wie findet ihr das? Love, Peace, Bye.